Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja, von Funk und Seppa. Und es ist die 40. schon. Ja. Wir haben wieder interessante Dinge geguckt. Und ich bin sehr gespannt auf einiges, was du heute erzählen wirst. Was ich erzählen würde. Ja. Und wir beginnen mit einem Film. Ja. Wenn du einen Ort wählen könntest, an dem du gerade gern wärst. Ganz egal wo, im ganzen Universum. Also überraschenderweise bin ich sehr glücklich, genau jetzt und hier. Die herausragendste Tennisspielerin aller Zeiten, Steffi Graf. Der Rockstar des Tennis, Andre Agassi. Ist ganz anders, als ich gedacht habe. Wollen wir eine Runde drehen? Wo fahren wir hin? Lass dich überraschen. Perfect Match heißt der Film und wir kennen ja alle oder wir wissen ja alle, dass Steffi Graf unser Tennis-Idol ist ja verheiratet mit Andre Agassi, der ja damals auch ein großer Tennisspieler war. Und Perfect Match erzählt die Geschichte, wie sich Steffi und Andre kennengelernt haben. Das Besondere daran ist, dass man gar nicht so genau weiß, wie das war, weil sie darüber nie gesprochen haben so richtig und der Film sich das quasi alles ausgedacht hat. Ja. Und es ist ein Genre, ein Filmgenre, was es gar nicht so oft wohl gibt. Also, dass es quasi nach einer wahren Geschichte ist, aber irgendwie dann doch nicht. Also sozusagen eine frei erfundene Biografie. Im Grunde ja. Also der Fakt, dass die beiden zusammen sind, ist richtig. Auch, dass sie geheiratet haben. Aber wie sie denn zusammengekommen sind, das haben sie sich alles mehr oder weniger ausgedacht. Ach, so schön. Ja. Ja, also Steffi Graf und Andre Agassi. Wie es hätte sein können. Genau, der Film beginnt im Jahr 1991. Die beiden lernen sich kennen. Sie also laufen sich quasi das erste Mal über den Weg und Steffi Graf ist ja eher so eine etwas spröde junge Frau gewesen, die aber durchaus wusste, dass also welche Ziele sie hat und also sie war durch und durch Tennisspielerin, ja. Weltranglistenerste und Andre Agassi war ja eher so der Haut drauf. Es war der Paradiesvogel des weißen Tennis. Gerade so in der Anfangszeit. Ja. Steffi Graf wird von Lena Klenke gespielt und Andre Agassi von Toby Sebastian. Wenn er denn so ausgesprochen wird. Sebastian. Ja, also 1991. Er fand sie eigentlich gleich gut. Sie hatte noch einen Freund. Und insofern lief da erstmal auch nichts. Sie kamen auch nicht zusammen. Aber es war so eine Grundsympathie eigentlich von Anfang an da. Bei ihm mehr, bei ihr noch nicht ganz so viel, aber naja. Und irgendwie liefen sie sich dann immer wieder über den Weg. Wie und kommt das bloß? Ja, durch den Tennis ist ja klar, ja, Wimbledon und so weiter. Alle Turniere haben sie ja mit Sicherheit bei Cafeteria getroffen. Genau. Es waren immer so ein paar Frotzeleien und irgendwann kam dann scheinbar der Tag, wo es dann ernst wurde, wo sie sich dann auch von ihrem Freund getrennt hat, einfach mal so. Und dann quasi umgeswitcht. Einfach hat. Mal so. Ja, das ist halt Geschichte. Ne? Das ist halt fiktives Erzählen. Und dann gucken wir mal, ob das denn sein könnte, was da uns präsentiert wurde. Ja. Der Film ist von Florian Gallenberger. Also ist ein deutscher Regisseur. Und Lena Klenke ist auch eine deutsche Schauspielerin. Ist auch interessant. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht primär eine deutsche Produktion. Sondern? Es ist, glaube ich, eine amerikanische oder englische Produktion. Aber der Regisseur ist deutsch, es sind ein paar deutsche Darsteller bei. Zum Beispiel wird der Vater von Steffi Graf, Peter Graf, von Michael Kessler gespielt. Heidi Graf, seine Frau, Steffis Mutter, wird von Inka Friedrich gespielt, die auch in Deutschland relativ bekannt ist durch diverse Komödien und so. Okay. Ja, also das sind die man eigentlich hier so kennt auch. Ja. Und was sagst du jetzt als Kenner der Szene? Ich bin kein Kenner der Szene. Also ich muss sagen, man weiß ja, wie es ausgeht. Ja. Das ist ja das Interessante. Man weiß, die kriegen sich ja am Ende. Also insofern müssen sie sich ja auch in dem Film irgendwie kriegen. Aber trotzdem muss ich sagen, fand ich das schon interessant und auch lustig. Und es hat mir grundsätzlich Spaß gemacht, mir das anzugucken. Ja, das ist sowieso nicht in mein Lieblingsgenre, was ich mir jeden Samstag 20:15 angucke. Dazu kommen wir ja gleich. Ja, es ist mal nett anzusehen. Also
so viel kann ich dazu nicht beisteuern, weil es halt für mich, lernen sich kennen, verlieben sich, sind dann ein Paar, super. Ja, also da ist nicht so, weil auch ist ja auch ein strenger Rahmen irgendwo. Man kann sich ja nicht jetzt ausdenken, er wird jetzt noch mal schnell mal Spionage Chef von der CIA. Na, aber sie hätten ja nur drei Affären ausdenken können oder keine Ahnung. Ja, ist das eigentlich wirklich so gewesen, dass der ein Toupet hatte? Nee, eigentlich, also am Anfang hat der... Weil das fand ich schon überraschend. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich kenne ihn nur als am Anfang halt mit den langen Haaren und das ist halt, dass und, er am Anfang immer noch ein Kopftuch ist. Ja. Also, und man muss, also Spoiler, wenn ihr das nicht hören wollt, überspulen. Also, aber im Film ist es so, dass das dann rauskommt, dass er schon immer irgendwie lichte Haare hatte und diese Mähne eigentlich nur eine Perücke war. Nein, also man sieht es bei manchen Fotos von früher, dass der schon, als er lange Haare, schon lichtes Haar hatte, gerade Geheimratsrecken und so. Also ich glaube nicht, dass er eine Perücke hatte. Irgendwann hat er den Schnauze voll, wie meine Wenigkeit, irgendwann die Haare abzumachen und dann Feierabend. Nein, das ist aber in dem Film wurde es ja nicht so dargestellt. Ja, ne? Aber das ist natürlich die künstlerische Freiheit, die man sich da rausnimmt. Wenn du schon sagst, sie haben ja, das Ding ist frei erfunden, wie sie sich da kennengelernt haben, dann haben sie sich die Freiheit genommen, wie man sich dann da halt Äußerlichkeiten hat. Ja. Sei froh, dass sie denn Steffi Graf nicht, weiß ich nicht, was angedichtet haben. Wie fand sie die Darsteller? Sie ist wirklich so wie Steffi Graf. Also ich fand sie sehr, sehr, sehr authentisch. Ja, ja, war dann so. Halt. Ich fand bei ihr, also Lena Klenke, ich habe am Anfang so überlegt, oh, wieso spricht denn die so komisch? Die sprach ja auch so gestellt. Und ich dachte am Anfang erst, hä? Aber da ist mir natürlich eingefallen, Steffi Graf hat ja so komisch gesprochen. Die hat immer so eine Art zu reden gehabt, wo man dachte, Mädel, schon durch. Ja, Mädel, komm doch mal aus dir raus. Ja, die hatte so einen Stock im Hintern. Ja, aber ich glaube, das hat sich durch Andre ein bisschen geändert. Ich glaube, dass sich da vieles geändert hat. Sie ist ja auch er ist ja auch der Las Vegas Boy gewesen. Und der hat ja auch die High Society da angesprochen und jetzt kam sie. Wer war das mit dem, wem war er da zusammen? Das war doch eine bekannte. Oh, Model. Ja, warte mal. Brooke Shields war da zusammen. Genau, Schauspielerin. Ja, Model. Und, eher Schauspielerin. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen dann für die Paparazzi, dass man jetzt auch einmal einen Steffi Graf sehen konnte, wenn man drüber nachdenkt. Sie ist ja schon früher im Fernsehen aufgetreten. Otto der Außerfriesische, kann sich erinnern, hat sie ja eine kurze Gastrolle. Ja, aber da war sie ja schon lange, da war sie ja schon Tennisspielerin. Ja, ich meine, da konnte sie schon mal reinriechen in die High Society. Ja, aber sie ist ja vor allen Dingen auch als sie selber aufgetreten. Ja, die ist halt aber sie natürlich, wenn man jetzt in dem Zusammenhang über Steffi Graf redet, ich finde es schon bewundernswert, aber eigentlich auch ein bisschen schade, dass sie sich so komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Also ich fände es eigentlich, zum Beispiel Boris Becker, ich höre dem unglaublich gerne zu, wenn er Tennisspiele mitkommentiert. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, Boris Becker hat eine Art gefunden, mit seinen Schicksalsschlägen gut umzugehen. Sagen wir mal so. Also der macht aus der Not echt eine Tugend. Und dadurch, dass der Steffi Graf ja nie wirkliche beruflich gesehen Schicksalsschläge erleiden musste und sich immer in so ein Kokon gewesen ist, ist da nicht viel passiert. Also großartig. Sie nimmt natürlich auch an Events teil, aber gerade eher drüben in den Staaten in der Nähe von Las Vegas, wo sie dann nur hier Stiftungen haben und sonst so ein Kram. Also das ist dann eher dann da drüben, anstatt hier. Hier ist halt nur der Tennis da drüben ist jetzt eine High Society Lady, denke ich mal, in der Region. Perfect Match läuft bei Amazon Prime Video. Ich würde ihm einen Daumen schräg nach oben geben. Geh mal so mit. Die Frage ist eigentlich interessant, wie finden ihn eigentlich Steffi und Andre? Das werden wir nicht rausfinden. Schade. Nächstes Mal übernehme ich die Festnahme der Verbrecher. Dieses Kriegsspielen beeindruckt mich gar nicht, Corky. Ich verlange doch nur ein wenig Höflichkeit. Was findet Corcoran eigentlich an Eva? Ist gerade nach was ganz anderem zumute. Für wen hältst du dich eigentlich? New York wird brennen. Schon wieder. Die Stadt steht in Flammen. Er hat mir das Leben gerettet und ist Detective geworden. Ich bin Polizist, du Blödmann. So, meine Freunde, wir kommen zu einem Genre, was es öfter gibt.
Was du gerne siehst. Würdest du das als Western sehen? Würdest du das als Geschichtsserie sehen? Wie würdest du das jetzt als Genre bezeichnen? Oder als Krimiserie? Für mich ist es eine Krimiserie, wo sie sich halt mal wieder einen neuen Dreh ausgedacht haben. Ich finde es interessant. Es geht bei Coppers, spielt das Ganze in den 1860er... Bei Freevee übrigens. Bei Amazon Freevee. Mit 5 Werbepausen pro Folge. Ja, das muss man ja wirklich anmerken, dass mir das völlig auf den Sack geht. Alle 10 Minuten haben die da eine Minute Werbung drin. Mhm. Das muss man ja... Jedenfalls, er spielt in den 1860ern in New York. Und zwar im Slumviertel Five Points. Berühmt wurde Five Points durch welchen Film? Keine Ahnung. Gangs of New York. Und darauf... baut der die Serie jetzt nicht direkt auf, aber hat den Hintergrund des Ganzen durch die irischen Unruhen, die da waren, durch die Schlägereien zwischen irischen Einwanderern und den Native American, wie man so schön sagte, also die da geboren wurden in den Staaten. Und darum spielt halt sich Ganze um einen Polizisten, beziehungsweise ein Polizeipräsidium, wenn man so will, um Corky, der ein Polizist irischer Abstammung ist und der mit seinen Kollegen da, naja, die den Alltag da erlebt, wenn man so beschreiben möchte. Sie erleben da wirklich, also es ist teilweise schon sehr brutal, es ist sehr authentisch. Es ist ja auch eine schwierige Zeit gewesen und gerade auch für New York, diese eine wachsende Stadt, auch mit den wachsenden verschiedenartiger Nationalitäten da umzugehen. Wir lernen Franka Potente als preußische Bordellbesitzerin kennen. Also es ist schon, man muss dazu sagen, die Serie ist nicht ganz so neu, die ist von 2012 bis 2014 in 2 Staffeln gedreht worden. Und ist danach abgesetzt worden. Wegen nicht erfolgreich sein. Also ich fand die sehr gut, weil es halt... Habt ihr die komplett gesehen? Ja. Also wir sind noch dabei, die letzten Folgen der 2. Staffel sind wir noch offen, also. Nur die 2 Folgen haben wir noch offen. Aber wir gucken auch zu den Sachen nicht regelmäßig, sondern in eher den Abständen, wenn wir mal so die Muße dafür haben. Hm. Du guckst ja immer so weit immer strange durch, ne? Aber auch jetzt nicht alle Folgen an einem Tag. Also ja, dann konsequent, also ja. Kontinuierlicher. Ja. Bei uns ist es so, dass wir dann so eine Sachen halt entspannter nachgucken. Also aber ich muss sagen, wenn ich das so machen würde, wäre es für mich eigentlich ein Signal, dass es eigentlich nicht so doll ist. Nö, das ist bei Game of Thrones war es genauso. Also, wir haben es in der Zeit gelassen für sowas. Okay. Aber jedenfalls, ich finde es eine sehr gelungene Serie, vor allem, dass man auch versucht, auch diese die schwarze Bevölkerung mit einzubeziehen oder dass auch Schwarze zu der Zeit auch schon Erfolg haben können, dass es einen Arzt gibt, der hat in diesen Five Points behandelt, beziehungsweise auch praktiziert und auch die ganzen Rassengeschichten werden aufgehört. Es geht auch zum Teil auch um die Wahl von Abraham Lincoln zum Präsidenten und dessen Folgen dadurch. Den amerikanischen Bürgerkrieg wird mit angerissen. Es ist rundum eigentlich, ja, wie gesagt, es spielt alle Genres ein bisschen da mit drin. Krimi, Western, politische Sachen, aber auch ganz normale Gesellschaftsthemen werden da angesprochen. Und aber Morde. Woran könnte es liegen, dass das irgendwie bei den Leuten nicht so richtig angekommen ist? Es muss ja einen Grund geben, warum das... Und es haben wirklich sehr wenig Leute geguckt. Also ich habe ein paar Einschaltquoten gesehen. Das ist echt... Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler... Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht ist es... Vor allem bei Gangs of New York war ja schon ein großer Erfolg damals. Und ich habe keine Ahnung, ob sie vielleicht die falschen Leute dafür gecastet haben. Oder vielleicht war es einfach... Also mir ist bei der ersten Folge aufgefallen, dass man eigentlich... nicht so richtig was erfahren hat, worum das jetzt eigentlich geht in der Serie. Ja, man wurde total reingeworfen in diesen Fall, den ich ehrlich gesagt auch für einen Serienauftakt, also ich fand das alles, ich dachte so, boah. Also das war schon, weil die erste war schon echt krass. Da ging es gleich um, naja, eine Mischung aus Mord an einem jungen Mädchen, verbunden mit sexuellem Missbrauch. Stichwort, ja, da war überall Sperma da und bla bla. Also ich dachte auch so, mein Gott. Also. Es ist natürlich nicht jede Folge so gravierend, aber da war natürlich enormer Einstieg. Und natürlich, wenn du das so bringst, streckt natürlich ab. Wenn du das natürlich leichter machst und die Leute erstmal vorstellst und reinkommst in die Serie, ist vielleicht angebracht. Ja, irgendwie, entweder war ich nicht aufmerksam oder ich habe mir das dann erst hinterher durchgelesen. Also mir war auch nach der ersten Folge nicht klar, dass... es bei diesem Kind irgendwie um sein Kind ging ging's oder ja so. Auch nicht. Nee, ging's doch gar nicht. Es ging in der Folge ging es ja darum, dass es 2 Schwestern waren. Die eine ist dann gestorben und sein Kind war eine andere Situation. Er war ja im Krieg gegen die Südstaaten, kam wieder nach Hause, er ist desertiert, weil sein Kind gestorben ist. Und dann kam er zurück und da war es gar nicht mehr da. Und dann wird er, es wird ja dann im Laufe der Zeit
herauskristallisiert, warum es gestorben ist. Und dann kommt er auch, er sucht ja auch seine Frau, wie die nicht auffindbar ist und all sowas. Das ist halt noch ein bisschen ganz mysteriös, aber das lichtet sich dann her. Okay, also ja. Also mich hat's nicht gecatcht. Ich fand auch schon wieder, es waren auch so ganz viele hölzerne Dialoge wieder so dabei, man weiß ja nun auch nicht, ob durch so eine Synchronisation da nochmal irgendwie was kaputt gegangen ist, aber also ich fand das irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, das war einfach die Serie zur falschen Zeit. Wenn du das vielleicht thematisch irgendwo anders hingesetzt hättest, wäre vielleicht interessanter geworden, also... Um noch ein paar Fakten hinten ranzuschieben. Also Copper, wie gesagt, läuft bei Freevee wahrscheinlich auch noch gar nicht so lange. Nee, also für mich war das eine nagelneue Serie. Genau, von 2012 und 2013. Es gab 2 Staffeln, insgesamt 23 Folgen. Lief in den USA, ist eine amerikanische, bei BBC America, dem Ableger von der BBC in den USA. Und tatsächlich nach 2 Staffeln wegen sehr schlechter Einschaltquoten eingestellt worden. Tja. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe mindestens so leichte Grad nach oben. So leicht. Ja, ich gebe so leicht nach unten. Hören Sie nun, liebe Zuschauer, die Definitionen des Begriffs Lachen. Lächeln, schmunzeln wie ein Honigkuchenpferd, grinsen, grienen, griemeln, feixen, auflachen, kichern, gickern, gickeln, gackern, in Gelächter ausbrechen, Tränen lachen, herausplatzen, lospusten, losbrüllen, wiehern, kugeln, sich krumm und schief lachen, totlachen, kranklachen. Ah, jetzt sehe ich, es geht endlich los. Viel Spaß nun bei der Jörg-Nörr-Show. Schauen Sie, es ist so einfach. Sie müssen nur vertauschen. Und? Sehen Sie? Jetzt stimmt's wieder, denn so sieht's aus. Jackpot! Hören Sie mich, Herr Armschlawinski. Hören Sie mich, hören Sie mich. Ob ich Sie hören kann, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich jetzt was sage. Politis, politis, do. Come closer, I say. No, no, you just go. Katrin Krabbe. Sie ist, ich glaube, jeder weiß es ja, man kann schon jetzt sagen, unser Goldmädchen. Und sie ist die schnellste Frau. Und wenn ich jetzt sie anschaue, kann ich sagen, die Reporter haben recht. Sie ist auch die schönste, schnellste Frau Europas. Es stimmt wirklich. Und die für Barcelona. Ach, das ist ganz toll. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Dankeschön. Hey, Entschuldigung, wer bin ich? Weiß ich nicht. So, überlegen Sie. Wenden wir uns jetzt einen ganz schwierigen Fall zu. Jörg Knörr-Show. Wenn ich es richtig gelesen habe, gab es davon 10 Folgen plus 2 Specials, was auch immer sich dahinter verbirgt, also sagen wir mal 12 Folgen. Und es lief von 1989 bis 1991 im ZDF. Und es gab auch wenn ich das auch so richtig verstanden habe, entweder gab es sie einmal im Monat oder sie gab es ab und zu mal. Ich glaube, die gab es einmal im Monat. Wobei, wenn du 12 Folgen sagst, naja, also irgendwie kommt das da nicht hin. Also selbst bei der Folge. Wobei, die haben immer Sommerpausen gemacht. Naja, aber wir haben eine Folge gesehen, die war vom 4. Oktober 90. Und da hat er dann irgendwie gesagt, na, wir sehen uns am so und so November wieder. Und da dachte ich auch so, mein Gott, naja, gut. Ja, also Jörg Knörr-Show, man kann eigentlich nicht mal so genau sagen, was diese Show war. Jörg Knörr kommt auf die Bühne und dann bestand diese Sendung aus verschiedenen Elementen, die so ein bisschen Comedy, Talk, Gesang. Ja, also eigentlich sollte es, glaube ich, ein Rundumschlag witziger Effekte sein. Ob das jetzt leider haben sie den Witz vergessen. Ob sie die Einspieler sind, ob das die spontanen Sequenzen waren. Oder auch die Gäste, die dann da aufgetaucht sind. Oder wie gesagt, das, was später dann Stefan Raab berühmt gemacht hat, die Straßenumfragen. Oh. Also, um mal kurz zu erzählen, worum es in der Folge ging, die wir gesehen haben. 4. Oktober 1990. Also, gut, also es gab eins, aber das ist ja immer bemerkenswert, wenn man sowas sieht. Da hat sich Jörg Knörr da war ja gerade Anfang Golfkrieg. Ja. Und da hat sich Jörg Knörr über die Benzinpreise beschwert. Und da stand dann irgendwie 1,519 Mark für Super. Ja. Das wäre jetzt ja ungefähr 75, 77 Cent oder so. Das ist natürlich aus heutiger Sicht, denke ich mal, na klar, ist ja wirklich. Dann, um es mal vorwegzunehmen, das Einzige, was ich wirklich lustig fand,
oder nett fand, war der Einstieg. Mit Birgit Schrowange, die ja. diese Sendung, da kommt dieses Logo ins Bild geschwebt und dann schwebtest du durch diverse Sendungen und die Moderatoren stehen da und gucken immer so runter. Also alleine wie Birgit Schrowange, Comedy, nie. Was hat sie da verlinkt? Das fand ich ja schon großartig. Also das war ja eigentlich der Inhalt der Sendung. Man muss dazu sagen, Jörg Knörr ist eigentlich jemand, der Komiker ist ja auch das falsche Wort, der war Imitator eigentlich, ne? Stimmenimitator. Stimmenimitator und hat so, so Grimassen. Vielleicht war er so Entertainer. Ja, so, so. Lustige Entertainer, kann man vielleicht sagen. Er hat auch nie die große Samstagabendshow moderiert oder sonst eine Abendshow. Also. Ja, war das auch, also er war auch nicht, also aus heutiger Sicht. Er war halt unteres Mittelfeld. Ja, also es gab da einen Sketch, da hat er dann irgendwie zur Frankfurter Buchmesse geschaltet und das fand ich auch nicht verstanden. Jörg Knörr war im Grunde Reich Ranitzky, aber der Typ hieß nicht Reich Ranitzky, sondern irgendwie lustig, das, lustig anders. Ja, da weil er den natürlich den Reich Ranitzky natürlich nicht durch den Kakao ziehen wollte. Der wollte ja, also, so, wenn dann aber richtig. Entschuldigung, ja, das durfte man ja damals noch nicht so richtig. Quatsch, das hat Habe Kerkelinger auch gemacht. Ja, Habe Kerkelinger ist ja auch eine andere Hausnummer. Dann ist er irgendwie als Tom Jones aufgetreten. Oder ganz unterirdisch war die Sendung, wo er durch ein Fernglas guckt und dann aufs Gegenüber. Das war da ja auch in der Sendung. Ja. Und dann entspannte sich daraus ein Sketch, der eigentlich überhaupt der nicht, null Witz. Der war wirklich nichts. Also da war überhaupt nichts. Das war nur sehr frauenfeindlich. Ja, und in der Folge vom 4. Oktober war dann Katrin Krabbe zu Gast. Leichtathletin, war in der DDR irgendwie bekannt. Und naja, und ich weiß überhaupt nicht, warum die da war. Und die erwies sich ja auch, also die hat auch einen Stock im Arsch gehabt. Erwies sich als völlig unlustig. Andererseits schleimte Jörg Knörr die aber auf eine Art und Weise voll, die auch äußerst unangenehm war. Ja, die sah auch nicht schlecht aus. Ja, natürlich ist das Problem, dass sie danach dann leider über das Doping überführt wurde und dann sowieso in die Versenkung verschwunden ist. Ja. Aber so zum Beispiel, jetzt kommt unser Goldmädchen. Da muss man doch brechen. Also Entschuldigung. Ja, das ist halt die Schreiberlinge vom ZDF hatten nicht so viel Geld. Ja, dann hatten wir noch einen Stargast, Kardal. Ja. Millionen Frauen. Wo sie dann so einen etwas merkwürdig langweiligen Dialog und einen Einspieler brachten, wo Jörg Knörr als Karl Dall eine Straßenumfrage. Ganz schlecht geschminkt. Er sah noch nicht mal annähernd aus wie Karl Dall und dementsprechend haben die Leute ihn ja auch nicht erkannt. Man sollte ihn nicht fragen, wer er ist. Und kein Mensch hat ihn wirklich, wirklich erkannt, weil er fragt, das ist Karl Dall. Und Karl Dall stand da und sagt, hat so getan, als wäre es lustig. Ja. Also wirklich eine unterirdisch bescheidene Sendung. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass sich heute an diese Sendung keiner mehr erinnert und dass die nicht mehr weitergehen. Also ich kenne die, ich habe die damals wirklich, glaube ich, geguckt, weil... Wir hatten ja auch nichts. Wir hatten ja auch nichts. Ja, so war das damals. Wir hatten ja auch nichts. Also man kann sich ein paar Folgen auf YouTube angucken, wenn man denn möchte. Ja. Aber eigentlich kann man es auch gibt es davon wirklich einen Daumen nach unten. Versenkung verschwinden lassen. Oh, wir sind uns einig. Und damit sind wir bei den Tipps und wenn wir genug Zeit haben, haben wir heute drei Tipps. Der erste, es ist jetzt die finale 8. Staffel von Elite bei Netflix erschienen. Ja, 8 Staffeln, 64 Folgen plus diverse kleine Specials. Die Serie ist jetzt also komplett und grundsätzlich ging es mal am Anfang um eine Schule, die im Armenviertel irgendwie zusammengebrochen ist und daraufhin haben dann 3 Schüler dieser Schule die Einladung bekommen, quasi kostenlos auf eine Elite-Schule zu gehen und die Geschichten drehten sich dann halt darum, wie diese armen, in Anführungsstrichen, Jugendlichen auf dieser Schule integriert wurden, aber die Serie stand schon immer für sehr große Freizügigkeit, Sex, Crime, Verbrechen, Intrigen und so weiter und ich muss sagen, das wird jetzt bei der 8. Staffel nochmal auf die Spitze getrieben. Man muss dazu sagen, viele von denen, von der ersten und so, sind gar nicht mehr dabei. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Die Serie hat sich im Grunde auch so ein bisschen mitentwickelt und erzählt gerade in Staffel 8 eine wirklich sehr krasse Geschichte davon, wie so diese reiche Oberschicht, diese etwas, naja, diese Unterschicht quasi ausbeutet auf eine Art und Weise, die wirklich anwiderungswert ist. Und es wird in dieser 8. Staffel wirklich
auf eine sehr krasse Weise gezeigt, wobei man sagen muss, dass die Figur, um die es geht, also die, die aus dem armen Viertel kommt, also das ist auch ein relativ charakterloser Idiot, muss man auch sagen. Also er lässt sich in diesen Strudel da echt mitschwimmen, aber es ist auch wieder eine, es ist eine andere Serie irgendwie geworden, aber es ist trotzdem eigentlich schade, dass jetzt Schluss ist und diese 8. Staffel ist nochmal richtig spannend. Also ich kann es echt nur empfehlen, Elite Staffel 8, aber ansonsten Staffel 1 bis 8 auf Netflix. Ja, ich habe was gefunden und zwar, ich bin ja Musikfan und auf ZDF Info gibt es eine sehr schöne Dokumentation, The True Life Of. Und da gibt es Folgen über Taylor Swift, die ist ja gerade in aller Munde. Total teuer. Und es gibt auch über Adele. Und Adele, finde ich, das ist eine ganz besondere Frau. Die jetzt in München? Ja, diese 1000 ja. Konzerte gibt. Aber man muss sagen, diese Dokumentation ist von 2022 und zeigt wirklich den Aufstieg dieser Frau in wirklich einer guten Art und Weise, wie sie bodenständig geblieben ist und ein bisschen die Hintergründe, wie man wirklich auch noch mit Talent wirklich erfolgreich sein kann, ohne dass man da andere Sachen anstellen muss. Und ich finde, die Musik von Adele hat schon mal sehr besondere, die Stimme ist was ganz Besonderes, ist halt nicht diese Hochtrabenheit halt wie bei Whitney Houston oder damals auch bei Mariah Carey, sondern diese ganze Person ist irgendwie was Außergewöhnliches und es zeigt auch diese Doku ganz deutlich, wo man auch mal ein bisschen auf die links und nach rechts guckt und dementsprechend muss man sich die auch angucken. The True Life of Adele. ZDF Infothek. Mediathek, meine ich. Und der dritte Tipp ist einer, den hatte ich letzten Monat schon, ist dann aber rausgefallen wegen Zeitgründen. Und eine sehr interessante Doku aus Österreich bei ORF On, hier auch frei zu sehen in Deutschland. Und zwar eine Doku, Deutschland sandelt ab, wenn vom Musterschüler zum Sorgenkind. Ja. Und ich meine, wir wissen ja alle, was so unsere Probleme sind in Deutschland. Die Digitalisierung, die schleppend geht, die Bürokratie, der Rechtsruck und dieses und jenes, die Bahn. Und es ist nichts wenig Neues, was einem diese österreichische Doku erzählt. Aber es ist schon nochmal interessant, das aus Sicht unseres Nachbarlands so aufgezeigt zu bekommen. Es wird da natürlich, weil, warum sollten sie es tun, es wird nichts beschönigt. Sie vergleichen natürlich auch hier und da sich mit sich selbst, was auch interessant ist. Gerade so, was so dieser Rechtsruck angeht, da ist ja Österreich auch überhaupt nicht vorgefeilt. Aber es wird halt so ein bisschen verglichen, wie geht Österreich damit um und wie geht Deutschland damit um. Und da gibt es schon interessante Unterschiede, die da so aufgezeigt werden. Da gibt es ein ganz schönes Sprichwort, also das heißt, oder ein Satz, den ich gehört habe. Deutschland guckt zurück, ja. Österreich guckt nach vorn. Genau. Das ist der große Unterschied. Genau. Deutschland sandelt ab vom Musterschüler zum Sorgenkind bei ORF On. Die nächste Ausgabe von Funk und Sepper gibt es am 2. September. Ach, schon. In 4 Wochen. Und was gucken wir denn? Wir gucken eine Netflix-Serie. Ich habe es mir leider vergessen zu notieren. Dead Boy Detectives. Das ist was sehr Skurriles. Also wirklich, also sehr skurril. Dead ich überlege gerade, Boy wahrscheinlich Detective. Netflix. Ich glaube Netflix. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann gehen wir zu Amazon Prime Video und wir gucken die Roland Emmerich-Serie South About to Die. Die habe ich extra nicht, weil ich mir dachte, nun nimmst du den. Freue ich mich schon drauf. Und was machen wir? Wir gucken einer meiner ganz großen Kindheitserinnerungen. Oh Gott. Nee, das wird dir gefallen. Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da gibt es eine sehr, 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 sehr schöne... Die alte englische Serie? Die alte englische Serie, Anfang der 80er Jahre. Von Oliver Rohrbeck gesprochen? Das weiß ich natürlich nicht auswendig. Aber da gibt es eine schöne Folge auf YouTube, nämlich die erste Folge mit Tante Polly hat's schwer. Dann freuen wir uns in 4 Wochen. Bis dann. Bis dann.